Bratwurst. So, wir sind ja da. Und ich bin jetzt seit ca. 11 Minuten am Aufnehmen. Ich habe nachgeguckt. Warum geht das nicht auf? Zwei Dietriche zerbrochen. Das haben wir ja lange nicht gesehen, glaube ich. Ja, gut. Bin nicht mal gelohnt. Das ist hier schon so ein bisschen. Ah ja, gut, das hat sich auch nicht gelohnt. Mein 100 Damage mehr. Das ist schon ganz ordentlich. Und hier vielleicht noch. Nein, kein Sitzstein. Mana. Nein. Mossboards, Mana. Ja. Ich meine, er hat so einen Nickname. Wenn man sich schon Mana nennt, kann man ihn auch mal ansprechen. Wer ihn nicht kennt, ist ein StarCraft-Spieler. Und ja, StarCraft ist toll. Ich bin zwar nicht so gut drin, aber es liegt überwiegend daran, dass ich keine Zeit da reinstecken möchte. Aber ich gucke mir das gerne an, wenn andere spielen. Das ist immer ziemlich lehrreich und vor allem die Kommentatoren sind meistens ziemlich gut. Besser als ich. Natürlich, es sind doch englische Kommentatoren, das ist immer besser. Gucken wir doch mal, ob wir hier auch so einen komischen Wächtertypen haben jetzt. Hey! Wow, er greift mich direkt an. Ich krieg gar nichts. Und er hat sich in die Wand gesteckt. Valermos? Nein, kein Lied. Was wollte ich machen? Ich wollte gerade irgendwas machen. Ich wollte gucken, kann ich einen Trank machen? Nein. Ich hoffe, wir finden noch einen Diamanten. Ich habe 8 Dinger davon. Ich würde die gerne mal zum Trank machen. Haben wir nur 4 Einhornhörner? Mir war das, wenn wir 5 hatten. Ich ordne eh erstmal an hier. Ansonsten. Schade. Da ist nicht mehr viel zu tun. Gehen wir wieder runter. Ausgang ist ja direkt hier. Und dann gucken wir mal, was uns da hinten so erwartet. Ich gehe mal davon aus, dass uns auf dem Weg jetzt keine neuen Ortschaften mehr begegnen. Da stehen da ein paar Nekros rum. Verstehe ich auch nicht, dass es böse Nekromanten gibt und gute Nekromanten. Müssen die nicht eigentlich genau gleich sein? Weil, ja, das sind immerhin alles Nekromanten. Nekromantie ist sicherlich nicht unbedingt das, was normale Menschen gerne haben. Und trotzdem gibt es hier halt welche, die mir Quests geben und so. Wow, das sieht ja super aus. Ja, aber die Pissviecher gibt es natürlich trotzdem hier und einen Hase. Was der Hase hier will, frage ich mich jetzt auch so ein bisschen. Ist das Blut an dem Berg? Gucken, was hier für Gegner auf uns warten. Ich meine, die Flammendrachen, die waren unten bei Gorgama. Und damit sind ja die stärksten Gegner im Prinzip schon verbraucht. Weil ich glaube, stärkere als die gibt's nicht. Oh, ein Eisengolem. Froschgrotte. Gucken wir mal. Warum nicht? Wenn ich hier irgendwas fettes, ekliges sehe. Ein Eisengolben oder so. Dann gehe ich. Aber ein Skelett. Zwei Skelette. 3, 4. 2000 Leben. Auch die gehören sicherlich hier genau hin. Draußen rennen die Golems rum hier drinnen. Die Kackdinger. Ah, gut. Immerhin haben die ein bisschen mehr Leben. Generell, Gegner, die Gift haben, ist immer ein bisschen fies. Ich will nicht permanent diese Teile fressen, die mich immun machen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwas von Zombies. Ich habe zwar 40, aber ich verschwende nicht gerne. Wow, nicht mal One-Hit. Nicht mal One-Hit.
Knacken wir Kisten, die eh offen stehen. Uah, es juckt in der Nase. Das ist Müll, Dietriche. Das ist noch ein Kistchen. Ah, wir haben doch noch einen Diamanten gefunden. Ich hab's gecallt, Bitches. Ich hab gesagt, ich brauche noch einen Diamanten. Und nein, das war nicht geplant. Die Spawns von Items sind random im Spiel. Falls das jemand noch nicht gemerkt hat. Ja gut, so krass wird der Trank mir auch nicht. Das ist immerhin. Eine Drachenschuppe ist schlecht. Aber es wird trotzdem gut. 81 Schutz gegen alles. Ich finde es auch lustig, wenn man sich aus Diamanten einen Trank machen kann. Kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Dürfte auch ziemlich hart werden. Was geht denn hier ab? Ich wurde angeschossen, das habe ich bemerkt. Kakumien. Jetzt sind wieder diese komischen Schreinteile, die wir schon mal gesehen haben. In der Wüste. Was damit auf sich hat, weiß ich zwar trotzdem nicht, aber ich kann ja mal sagen, dass das die gleichen sind. Schleich mir mal jemand hinterher. Was machst du hier? Wegrennen? Das gibt's nicht. Ja, mach was du willst, Mumie. Hier sitzt auch schon einer. Der, wo ihr macht. Oder gemacht hat, besser gesagt. Ich krieg irgendwie keinen Satz formuliert. Ich bin unfähig. Kennt man aber, denke ich mal. Oh, wir haben einen Stufe 1 Zauber gefunden, den wir noch nicht hatten. Stärke, Beweglichkeit, Lebenskraft brauchen wir nicht. Ich sterbe gerne. Ach, da hinten geht's noch weiter irgendwo. Ja, was man nicht alles findet, wenn man einen Blick auf die Map wirft. Und was haben wir hier? Kohle. 2. Drei. Vier. Da war nämlich noch einer. Kann sich nicht verstecken. Und es geht immer noch weiter. Das ist ja schon wieder so eine heutige Höhle, die einfach nur in die Länge gezogen wird. Irgendwie ist die Heilung ein bisschen zu krass, finde ich. Heilzauber ist zu stark. Okay, ich höre irgendwie so ein Brodeln oder sowas. Was auch immer das ist, es klingt nicht gut. Ich hab mich wieder ein Kackgul angeschlichen. Nervig. Schlechte Vorstellung. Man braucht 3 Schläge dafür, aber machen tun sie trotzdem nichts. Die Kisten hier, die offen sind, knacken wir trotzdem wieder. Gebt mir immer schön das Kältezeug. Bringt mir sehr viel. Man, einmal 10% Blitz. Wow, nicht mal 20 Schaden. Irgendwo sind ja auch noch Gegner. Ich habe noch die Kampfmusik. Ich denke mal, man hört das. Wenn nicht, wäre es sehr schade. Eisengolem. Zack, hier rauf. 20 Sekunden länger. Für 10 Millionen Mana mehr. Eingang. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Schon irgendwo total im Arsch. Wow, das hat's mir jetzt voll gebracht. Bin ich hier rein und da raus. Und was sieht man hier? Nichts. Geil. Nicht mein Gegner. Ich hätte jetzt sogar damit gerechnet, dass hier alles voll Gegner steht. Ist das da hinten die Burg? Das ist die Burg. Oh, ein Dämon. 2 Golems. Ja, als wenn man gegen 2 Golems irgendwas machen kann. Die kommen an und klatschen ein. Höllenlord. Ich glaube, die hatten wir auch noch nicht.
sieht relativ stark aus. Im Prinzip normaler Dämon mit Flügeln. Und extrem schwer zu besiegen. Hauen im Kreis laufen. Yeah. Was gibt dir mir Schönes? Das bringt mir sehr viel. Also gibt dir mir gar nichts. Das ist nicht viel. Schleichen ein paar Zombiletten rum. Anscheinend dürfen wir uns jetzt so tonnenweise Untote prügeln, wie wir es im Prinzip die meiste Zeit gemacht haben. Steindrachen. Gucken, ob wir gegen den Schnitter haben. Die sind auf jeden Fall leichter als die Flammendrachen, oder Feuerdrachen oder Lavadrachen, wie auch immer sie heißen. Aber ich glaube, die sind immerhin noch stärker als ein Wüstendrache. Ey, komm her, du Wurst. Ach, der macht ja wenig Schaden. Naja, komm, den haben wir angefangen, den nehmen wir auseinander. Den kann man noch nicht so leicht kaputt ficken wie den Wüstendrachen. Sollen sich hier verrenken, um an die 8 ranzukommen. Ich frage mich gerade, ob der Golem ihm überhaupt Schaden machen kann. Ich finde es auch sehr gut, dass so ein riesiger Drache so einen kleinen Feuerball schießt. Ah, jetzt habe ich ihn gebroken. Gebrochen habe ich ihn. Gebreakt? Nee, gebroken habe ich ihn.